Ja, servus, liebe Kindautoren. Schön, dass ihr bei mir reinschaut. Ihr seht ja, ich bin ein Allwetterradler. Ich bin auch im Regen unterwegs. Und wer auch bei schlechtem Wetter mit dem Fahrrad unterwegs ist, der kennt das Problem. Du brauchst eine Regenhose zum Überziehen. Und ich habe eine an. Schaut mal das Ding an. Ja, und das ist eine ganz spezielle Hose und die erkläre ich euch jetzt gleich. Aufgepasst! Ja, Regen und Schnee macht dieser Hose nichts aus, und zwar definitiv nichts. Von daher, die passt sich perfekt an beim Radlfahren und hält unglaublich dicht. Ja, was bei der Fahrradhose von daher auch so toll ist, wenn der Sattel richtig nass ist, bei einem richtigen Regenguss, könnt ihr euch reinsetzen, macht nichts aus, da bleibt der Hintern trotzdem trocken wie in einer Pampers. Also auch ein großer Vorteil von dieser speziellen Radlhose von daher aus Kanada. Wer das ganze Jahr mit dem Fahrrad unterwegs ist, so wie ich, weil man die Kinder damit zur Schule bringt oder zum Kindergarten und einkaufen fährt, das ist ja toll, weil man spart damit der Umwelt unglaublich viel CO2-Ausstoß und man verstopft ja keine Straßen. Ein Problem ist allerdings schlechte Wetter. Da gibt es wasserdichte Jacken, dann gibt es wasserdichte Schuhe. Nur bei den Hosen, da ist momentan nur ein Problem. Da gibt es diese Überziehhosen, die knistern dann so, man hat da so einen Bratenschlauch, die scheuern sich irgendwann durch. Und ich habe jetzt mal was getestet, die Firma Duer, die kommt aus Kanada. Und ihr seht selber, es schaut aus wie eine Jeans, fühlt sich ja an wie eine Jeans, ist aber keine. Sondern das ist innen drin wie so eine Art Neopren, man sieht es hier ganz toll. Und das hält das Wasser ab, also egal wie stark das regnet, das Wasser bleibt draußen, wo es hin soll. Das perlt richtig ab. Das Obermaterial, das wie Baumwolle sich anfasst, sogar Baumwolle ist, das saugt das Wasser, das den Regen auch nicht auf und hält das Ganze trocken. Was euch aussieht, was toll ist, wie unglaublich sich das dehnt, dieses Material. Hört mal, das klatscht. Das dehnt sich ganz, ganz toll. Und ihr wisst es auch, wenn ihr wenn ihr dahin radelt, und wart schon länger unterwegs im Fahrrad, dann schwellen auch die Oberschenkel an und dann wird es irgendwann hier oben etwas enger. Passiert hier nicht, das ist ein ganz elastisches Material. Was auch toll ist, die Problemzonen, Knie, Hintern, wo man immer unterwegs ist mit dem Fahrrad, dann scheuert das gern auf, das Material. In normalen Hose, in diesem Fall ist es nicht so. Dann sind es kleine, feine Details, die mir so gut an der Hose gefallen. Zum Beispiel hier diese Reflektoren mit dem Firmennamen, mit Duer. Schaut modisch aus, ist toll, hat sich bewährt, habe jetzt über Monate dran gehabt. Hält wirklich toll dicht, ist sehr, sehr gemütlich, diese Hose. Und eine tolle Alternative zur normalen Überziehhose. Das einzige Problem ist, wenn es etwas wärmer wird und trocken ist, dann schwitzt ihr da drin ganz ordentlich. Also ist rein was für Schmuddelwetter. Man sagt, man kann so in die Arbeit gehen, ins Büro sich reinsetzen, zum Einkaufen gehen und muss nicht dauernd eine Überziehhose dabei haben und die dann rauf und runter ziehen. Also ich würde sagen, von 6 möglichen Kompassen kriegt diese tolle Regenhose ganz klar alle 6. Hat mich völlig überzeugt. Ich radel jetzt wieder weiter, ihr Lieben. Macht es gut, bis dahin. Passt auf euch und die Kinder auf, fahrt lieber Fahrrad, dass wir alle was gegen die Klimaerwärmung tun können. In diesem Sinn, macht es gut, pfiat euch, servus, euer Uli.